Du bist jung? Hast ein Jahr lang deinen Autoführerschein? Und suchst was mit Zukunft? Hallo, ich bin Christoph. Und ich bin Olli. Und ich bin Sven. Wir machen eine Ausbildung zum Berufskraftfahrer. Wollten euch heute mal den Betrieb zeigen. Kommt mal mit. Da sagt er ja wieder. Dann wollen wir mal gucken, was wir heute für einen Dienst haben. Dienstantrittsliste. Dienst 115 haben wir heute. Und dann gucken wir einmal auf die weißen Blätter für die normale Woche, auf die gelben für Samstag und auf die rosa für Sonntag. Jetzt müssen wir noch gucken, Dienst 115, auf dem Betriebshof fangen wir an, als Linie 21. Hi, ich schaue hier ein bisschen bei unseren aktuellen Neuigkeiten, bei unseren Umleitungen, damit ich weiß, wo ich langfahren muss und mit meinem Gelenkbus nicht in eine Sackgasse reinfahre, ne? Ich hole jetzt noch meine Dienstkarte und frage noch, wo mein Bus steht. Moin. Morgen. Hi. Dienst 360. Ja, klar, Moment. Das ist der Wagen 300 von Spur Emi. Und wenn du auf dem Hof kommst, wieder auf Spur Anton. Gut. Viel Spaß. Danke dir. Mach's gut. So, aber bevor wir starten können, mache ich noch eine kleine Abfahrtskontrolle. Dazu gehören zum Beispiel die Kontrolle der Reifen, den Bus auf Beschädigungen, auf Lackschäden kontrollieren, die Beleuchtung kontrollieren, den Fahrersitz einstellen und den Rechner starten. Hi! Hi Olli! Ich habe gestern mit Lukas gesprochen. Der ist ja kurz davor, seine Ausbildung hinzuschmeißen. Echt? Seitdem der seinen Führerschein hat, wird er nur ausgenutzt von der Firma. Der fährt nur noch wie ein Bekloppter, muss Überstunden machen. Ein Glück, dass das bei der GVB nicht so ist, dass wir flexible Arbeitszeiten haben, dass bei uns alles geregelt ist und dass wir auch kurzfristig mit Kollegen Diensten tauschen können. Ja, natürlich macht es mir am meisten Spaß, die großen Kisten zu fahren, nette Leute zu treffen, die einen nochmal wiedererkennen. Also, dich erwartet bei der Ausbildung abwechslungsreiches Arbeiten. Jeden Tag wäre anders, jeden Tag eine neue Route. Aber es macht immer noch Spaß. Moin, ich bin der Robin. Hallo, ich bin Marcel. Hallo, ich bin Julian. Wir drei erlernen den Beruf des Kfz-Mechatronikers bei den Göttinger Verkehrsbetrieben und ich zeige euch jetzt mal, was wir so machen den ganzen Tag. Moin. Hi. Hi. Na, alles klar? Bei uns schon. Und bei dir? Ja, bei mir auch. Bis auf die zweite Tür, die springt dauernd wieder auf. Wir gucken nach. Ich danke euch. Kein Problem. Komm mal rein. Ich lese jetzt die Fehler aus dem Steuergerät aus und lösche die Fehler. Ich kontrolliere hinten die Tür auf Luftverlust und mache eine Sichtprüfung der einzelnen Bauteile. Hier kontrolliere ich jetzt die Tür auf Luftverlust, denn ob das Gestänge alles funktioniert, einwandfrei läuft, das Kabel, ob hier irgendwelche Knicke drin sind.
Hier funktioniert alles. Machen wir die Tür auf. Okay. Hier prüfen wir jetzt, ob die Tür auch wieder öffnet, wenn eine Person hier drin steht. Tür zu. Ja, nochmal. Alles klar. Hier wird das Fahrzeug jetzt noch mit Kraftstoff befüllt. Hier überprüfen wir jetzt das Kühlwasser und das Öl vom Hydrolüfter. Zu unserem Ausbildungsberuf gehört auch Reparaturen an Bussen. Und jetzt zum Beispiel bei diesem Bus ist das Lager vom Klimakompressor defekt und das erneuern wir jetzt. So, ich erzähle euch, was wir täglich hier so machen. Wir checken den Motor auf Ölverlust, wir stellen die Ventile ein, das Ventilspiel, wir gucken das Verschleißbild der Bremse an, gegebenenfalls erneuern wir sie. Und diverse Kleinigkeiten, so wie Keilriemen auf Verschleiß checken, genauso wie Spannrollen. Bei uns läuft!